eine oder andere wird ihn vielleicht noch nicht so richtig kennen oder kennen ihn schon. Also auf dem Platz mit dem Trikot mit der Nummer 33. So sieht er also aus. Wenn er kein Trikot anhat, begrüßen wir ganz herzlich Martin Kobylanski hier bei mir. Martin, das erste Mal auf dem Fußballplatz habe ich deinen Vater vor ungefähr 20 Jahren gesehen, mögen auch 15 Jahre her sein. Sein Vater Andrzej, polnischer Nationalspieler, Hannover 96 hat er gespielt, Cottbus, ich glaube auch mal in Köln, ist richtig? Köln, Mannheim und ein paar Mannschaften auch, ja, auch in Polen. Er ist ein bisschen rumgekommen. Ne? Genau. Wie viel hast du vom Vater, vom Talent? Bist noch besser, nehme ich an. Naja, besser vielleicht nicht, aber also ich bin ein ganz anderer Typ, finde ich, wie mein Papa, weil er war Linksfuß, ich bin Rechtsfuß, das ist schon mal die eine Sache. Und ja, war wirklich ein sehr schneller Spieler und ja, ich bin eher, glaube ich, so der kreative Spieler, deswegen das ist auch ein kleiner Unterschied. Ja, ich kann mich erinnern, er war einer, der immer wollte, ne? Mit dem Kopf durch die Wand. Ja. Nicht so viel Technik, aber der wollte genau, immer. Der wollte unbedingt was erreichen. Aber wir wollen nicht über Andrzej Kobylanski reden, wir wollen über Martin Kobylanski reden. Als ich ihn das erste Mal im Werder-Trikot, den jungen Mann hier auf dem Fußballplatz erlebt habe, da war das in einem Stadion, das früher mal Volksparkstadion hieß, heute weiß ich gar nicht, wird ja dauernd umbenannt. Das war beim 2:0 Hinspielerfolg gegen den Hamburger Sportverein. Da kam er rein. Viele meiner Kollegen haben gesagt, wer ist das denn? Ich wusste, dass er bei uns ist. Ich wusste aber auch nicht, dass Robin Dutt ihm die Chance gibt. Wie groß war denn die Aufregung damals im Volkspark? Ja, also das war einzigartig. Ich muss sagen, ich habe selbst damit nicht gerechnet, aber ja, der Robin Dutt, der Trainer, der kam beim Spaziergang zu mir hin und hat mich gefragt, wie ich mich fühle und ich habe natürlich gesagt, ja, ich freue mich riesig, weil ich das erste Mal im Kader bin. Und dann hat er gleich gesagt, ja gut, ich gebe dir die Chance und du spielst von Anfang an. Und ja, ich wollte natürlich noch ein kleines Mittagsschläfchen machen, aber gut, ich meine, bei Puls 160 ist der Mittagsschlaf wahrscheinlich dann nicht mehr Aber wie gesagt, ich habe mich riesig gefreut, auch über den Sieg, weil der wirklich sehr wichtig war. Und ja, ich freue mich jedes Mal für Werder auf dem Platz zu stehen. Jetzt mal unabhängig vom Spiel, dass es in Hamburg war und der ganzen Situation zwischen diesen beiden Nordvereinen. Du hast völlig unbekümmert aufgespielt, das war jedenfalls mein Eindruck, ich war direkt an der Seitenlinie, habe es beobachten können. Bist du immer so locker drauf oder verkrampft Martin Kobylanski auch mal? Vielleicht nicht beim Fußball, sondern bei anderen Dingen, weiß ich ja nicht. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich ein sehr lockerer Typ. Also ich bin jetzt nicht so der sich jetzt um irgendwas kümmert, um wenn ich mal einen Fehler mache, dass ich mir jetzt viel in den Kopf haue. Also ich bin wirklich, ich versuche immer locker zu sein, weil das, wie man sieht, hilft auch einem weiter. Und auch wenn man einen Fehler macht, das passiert dann und versucht wieder die Aktion von neu zu machen und die Aktion besser zu machen. Deswegen kann man schon sagen, dass ich ein sehr lockerer Typ bin. Dein Vater hat, wir haben es ja vorhin schon mal diskutiert, viele Stationen gehabt. Warum ist deine Entscheidung dann irgendwann mal auf den SV Werder Bremen gefallen? Du bist ja noch ein junger Bursche. Ja, also vor knapp, also ich glaube anderthalb Jahre her, war ich noch in Cottbus. Und ja, dann hat sich das ergeben, dass Werder Bremen bei mir angefragt hat. Und also ich fand super, weil ich Werder auch seit langem auch immer so verfolgt habe, auch die Spiele. Und ja, das war dann für mich klar, dass ich den Weg gehen möchte. Das erste Jahr habe ich dann hier nur bei der U23 verbracht und ja, das darauf folgende Jahr, wie man sieht, bin ich jetzt bei den Profis und hast schon ein paar Bundesliga-Einsätze. Genau. Also ich bin noch zwar kein alter Hase, aber ich habe schon ein paar Bundesligaspiele, genau. Okay. Cottbus ist in der Nähe der Heimat, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe wir sind zusammen Aufzug gefahren, da warst du, glaube ich, mit deinem Berater im Aufzug. Nee, nicht mein Berater. War ein Freund von dir. Das war der... Aber ihr habt euch polnisch jedenfalls unterhalten. Ja, genau. Wird es mal einen polnischen Nationalspieler, Martin Kobylanski, geben oder möglicherweise einen deutschen? Ist da schon irgendeine Entscheidung gefallen, wenn die Karriere so weitergeht? Also ich habe vor knapp, glaube ich, einem Jahr gesagt, dass ich für die polnische Nationalmannschaft spielen möchte. Und ja, das war einfach der Trainer von der U21, weil der mich auch, weil ich da auch ein paar Mal eingeladen wurde und wir haben uns einfach über die nächsten Termine unterhalten. Und ja, also für mich, ich habe zwar ein paar Spiele gemacht, auch für die deutsche Nationalmannschaft, aber
Ja, im Endeffekt war es für mich klar, weil meine Eltern aus Polen kommen, meine ganze Familie, dass ich halt für die Nationalmannschaft spielen möchte. Ja, und wir haben ja jetzt in Bremen auch eine polnische Familie. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt im Moment auch ein bisschen den Übersetzer spielst für den Torschützen von heute. War ein tolles Freundschaftstor von Ludo. Ist das tatsächlich so, dass du so polnisch-deutsch, polnisch-englisch, wie auch immer, übersetzen musst? Oder also seid ihr euch schon noch weiter näher gekommen? Seid ihr schon einen trinken gewesen? Mineralwasser? Nee, das noch nicht. Ja, Deutsch kann er leider noch nicht. Polnisch, muss man auch sagen, kann er auch noch nicht so viel. Und wir versuchen das ein bisschen mit dem Englisch zu kompensieren, aber das ein oder andere Wort kriegt er schon auf Polnisch hin, deswegen sind wir da sehr variabel. Ja, und die übrige Übersetzung macht Cedric Marchiadi. Genau, auf Französisch. Auf Französisch oder Luki auf Französisch, das ist ja gar keine Frage. Reden wir mal ein bisschen noch über Martin Kobylański, seine Spielphilosophie und vor allen Dingen seine Vorbilder. Du hast ja gesagt, polnische Nationalmannschaft, da fallen einem natürlich viele große Namen ein. Also ich bin so einer, der mit der polnischen Nationalmannschaft, der WM 74 sozialisiert worden ist, Lato und all die anderen. Boniek. Ja, genau, Boniek. Man könnte viele, viele Namen nennen. Gibt es so ein Vorbild bei dir im polnischen Fußball, wo du sagst, oh, das ist jetzt neben Papa, das ist mein großer Hero? Ja, Hero vielleicht nicht, aber wie man jetzt betrachten kann, ist Robert Lewandowski einfach in einer Top-Verfassung und an den kann sich wirklich jeder Jugendliche richten, weil der ist einen Weg gegangen, Der ist vom Polen nach Bremen, also von Lech Posen zu Borussia Dortmund gewechselt. Hat eigentlich keine große Rolle gespielt in dem Verein, weil Barış da war. Und der hat sich einfach durchgesetzt und ist jetzt, ich weiß nicht, also ich würde sagen, der ist in den Top 3 besten Stürmer der Welt. Und das ist einfach großartig, was der macht. Ja, das muss man ehrlich anerkennen. Das ist eine famose Leistung in der letzten Saison gewesen und vor allem, wie er sich in den letzten Jahren gesteigert hat. Auf welcher Position siehst du dich denn am allerliebsten? Wenn natürlich gibt es auch bestimmte Vorgaben, die der Trainer macht, aber wenn du dir sozusagen es frei aussuchen könntest, wo würde denn Martin Kobylański beim SV Werder Bremen am liebsten spielen? Da, wo er jetzt spielt oder ein bisschen weiter vorne? Also ich will einfach auf dem Spielfeld stehen. Ich bin wirklich, ich glaube, in den 6 Spielen habe ich fast jedes Mal eine andere Position gespielt. Ja. Deswegen bin ich offensiv überall einsetzbar. Ich bin jetzt nicht, dass ich sage, ich spiele gerne als Stürmer oder als Linksaußen. Also ich freue mich einfach jedes Mal auf dem Spielfeld zu stehen und genieße ja auch die Augenblicke. Okay, jetzt sind wir mal ganz selbstkritisch. Fangen wir mal mit den Dingen an, die der Kollege Martin Kobylański noch nicht so ganz gut kann. Was sind so 3 Sachen, nenn einfach mal so 3 Dinge, wo du sagst, selbstkritisch, da muss ich mich noch ein bisschen verbessern. Wir reden jetzt nur über Fußball. Defensivarbeit. Dadurch, dass ich halt ein Offensivspieler bin, vermeide ich halt mal den einen oder anderen Weg nach hinten. Das sieht der Trainer nicht so gerne. Nee, deswegen versuche ich das auch zu bessern. Ich denke, der schwache Fuß. Man sagt ja immer, man hat keinen schwachen Fuß, aber bei mir könnte es sein, dass das der linke Fuß ist. Da kann man immer noch ein bisschen dran arbeiten. Und ich denke auch durch meine Größe ist vielleicht das Kopfballspiel nicht ganz so gut. Deswegen arbeite ich halt wirklich jedes Training daran, um mich bei diesen Dingen zu verbessern und auf einem guten Niveau dann zu stehen. Ehrlicher junger Mann, jetzt kommen wir mal auf die guten Seiten zu sprechen. Was sind denn seine Stärken aus eigener Sicht? Aus meiner Sicht, vielleicht können es ja ein paar andere Leute sagen. Also ja, ich denke, der Torabschluss ist bei mir relativ gut, auch die Distanzschüsse beherrsche ich relativ gut, würde ich sagen. Du hattest in Hamburg, wenn ich das sagen darf, eine Riesenchance mit einem Fernschuss, der ging ein bisschen drüber. Genau. Da ist so einiges im Fuß gegen drin. Dortmund, genau. Knapp. Also wie gesagt, jeder Spieler hat Stärken und Schwächen. Bei mir als Stärke würde ich vielleicht noch sagen, die Schnelligkeit. Und ja, das 1 gegen 1 ist ganz gut bei mir. Okay, Martin Kobylański, dann wollen wir nochmal aufs heutige Spiel zu sprechen kommen. Das ist doch gar keine Frage. Das war ein Fehlstart, wie er nicht besser sein könnte. Aber wie es der Trainer eben schon gesagt hat, ihr habt dann für Asani gespielt. Es gab den taktischen Wechsel dann. Groß kam rein, Asani ging raus. Du kamst dann noch in der zweiten Halbzeit rein. Wie ist dieses Spiel aus deiner Sicht gelaufen? Ja, man muss sagen, es war einfach ein unglücklicher Tag für Asani Lukimia. Und ja, wir haben dann versucht, für ihn das Ruder umzuschwenken, weil ja, man hat gesehen, also in der zweiten Halbzeit waren wir wirklich die klar bessere Mannschaft. In der ersten Halbzeit gab es teilweise, dass Mönchengladbach attackiert hat und manchmal wir. Also da war es ein ausgeglichenes Spiel.
Deswegen haben wir dann wirklich versucht, ja, wie gesagt, das Ruder umzuschwenken und das ist dann uns, ja, man kann sagen, mit dem 1:1 können wir relativ zufrieden sein. Also für uns oben in der Sprecherkabine war es angesichts des Ergebnisses aus Braunschweig ein gefühlter Sieg, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Jetzt blicken wir nochmal auf eine Entwicklung beim SV Werder Bremen, die ich sehr positiv finde. Es gibt eine ganze Anzahl von jungen Spielern, die im Moment im erweiterten oder sogar im Bundesliga-Kader sind. Einer ist leider verletzt, Luca Zander hat ein bisschen Aua im Moment, an dieser Stelle auch mal oder von dieser Stelle auch mal alles Gute. Genau. Julian van Hake, Levent Ajacek, du und noch einige andere mehr. Hilft das, wenn so viele von den Jungen, mit denen du ja zum Teil schon länger zusammen bist, in der Trainingsgruppe dabei sind? Ja, also nach der Zeit versteht man sich mit allen gut. Also natürlich präferiert man den einen oder anderen ein bisschen mehr. Und wer ist dein dickster Kumpel in der Truppe? Ja, man kann sagen, Levent Ajacek ist, ja, ich habe bei der U23 mit ihm auch, also spiele mit dem zusammen und wir sind auch außerhalb des Platzes gut befreundet und ja, mit dem mache ich auch sehr viel, deswegen ist er so mein größter Kumpel und ja, wie gesagt, aber alle, ich verstehe mich mit allen sehr gut und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit dem einen ein bisschen schlechter und mit dem einen ein bisschen mehr. Okay, und deshalb hast du dich auch über sein Tor gegen Dortmund, auch wenn es nur der Ehrentreffer war, sicherlich sehr, sehr gefreut. Jetzt blicken wir nochmal ganz kurz auf das Programm der nächsten 4 Wochen. Jetzt geht es am Sonntag nach Frankfurt. Die haben vorher ein schweres Europa-League-Spiel, spielen glaube ich in Porto. Dann seid ihr Sonntag um 15.30 Uhr dran. Dann kommt das wirklich sehr schwierige Heimspiel gegen den HSV. Aus vielerlei Hinsicht schwieriges Heimspiel, das 100. Nordderby, der HSV im absoluten Abstiegsstrudel und so weiter und so weiter. Die alte Rivalität. Dann geht es nach Nürnberg, dann kommt der VfB Stuttgart. Also 4 Mannschaften, die mit euch, mit uns drin, unten drin sind. Wie viele Punkte müssen her? Ja, also das Optimale, wenn natürlich 4 Siege, aber, ja. Aber wir gucken wirklich von Spiel zu Spiel und bereiten uns auf jedes Spiel von null vor. Deswegen, ja, wir blicken jetzt wirklich erstmal nur auf Eintracht Frankfurt und was danach oder was dann die darauffolgenden Spiele werden, das werden wir dann nach dem Frankfurt-Spiel analysieren und gucken. Und ja, wie gesagt, also natürlich das Optimum wären 12 Punkte und da würde, glaube ich, jeder das unterschreiben, wenn wir die 4 Siege mit nach Hause nehmen könnten. Ja, ich sehe hier keinen, der jetzt den Kopf schüttelt. Also wir wären alle mit 12 Punkten sehr einverstanden. Ich bin sehr damit einverstanden, dass wir einen jungen Mann hier bei uns haben, der einen sehr selbstbewussten und sympathischen... Möchtest du hier moderieren? Danke, dann alles klar. Ja, danke, bin ich gerade dabei. Also der einen sehr sympathischen Eindruck gemacht hat beim Volkswagen Talk, der gleich auch noch logischerweise für Autogramme zur Verfügung steht. Hier sind seine Karten und der nochmal von uns allen einen dicken Applaus verdient. Gute Saison weiterhin, Dankeschön. Martin Kobylanski. Danke. Und jetzt haben unsere VW-Hostessen 7 richtige Karten, wenn ich das richtig im Kopf habe. 7 oder 8. Martin, zieht mal bitte und ich lese mal vor, wer gewonnen haben könnte. Wenn derjenige oder diejenige heute nicht da ist, dann wird der Gewinn selbstverständlich zugeschickt. Wie wird das heutige Spiel ausgehen? Das ist richtig, 1:1. Und gewonnen hat niemand aus Polen, leider nicht. Jürgen Lohmann-Denny in der kurzen Straße in Weihe, so heißt das, glaube ich. Jürgen Lehmann, kurze Straße in Weihe, ist er hier? Oh. Nee, ist er nicht, aber die Gewinne werden, Dankeschön an unseren Partner Volkswagen, zugeschickt. So, und jetzt heißt es hier, Autogramme holen vom Torschützenden gegen den HSV, das wünsche ich ihm jedenfalls sehr. Martin Kobylanski, viel Spaß. Dankeschön. Danke. Tschüss.